Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind in Halbtor im Steinmeer und haben zuletzt diese Stadt hier von den Schergen des Chors befreit, sodass jetzt wieder normales Leben möglich scheint. Und das bedeutet, wir können hoffentlich mit den Leuten, die hier leben, auch mal in Ruhe sprechen, um unserem Ziel näher zu kommen, das sogenannte Azurschild zu finden. Hier haben wir, glaube ich, noch was vergessen vom letzten Mal. Aber das ist eine Perle und ein Saphir. Außerdem können wir hier noch runtergucken. Was sehen wir hier? Die hier baumelnden Seile dienten als, okay, ja, jetzt sehen wir die Seile. Das wurde uns das letzte Mal auf der anderen Seite angezeigt, aber jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Alles klar. So, hier haben wir zwei Einwohner. Oh, da ist der Hagrin schon. Na, das trifft sich ja. Der Hagrin, den wir gesucht haben. Achso, hier waren nur Rastvorräte. Ja, unser Kontaktmann oder der Kontaktmann von Bladen Mark. Allerdings weiß er, glaube ich, noch nichts von seinem Glück. Wir sprechen ihn dann gleich mal an. Du bist der Schicksalsbinder, über den alle gesprochen haben. So ist es, Hagrin. Es gibt hier eine neue Fraktion, Steinmeerdörfler. Okay. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wir fragen ihn erstmal ganz unschuldig. Was machst du in Halbtor? Eigentlich ein bisschen was von allem. Ich kann mit Werkzeugen ganz gut umgehen und die Gebäude hier sind immer reparaturbedürftig. Ja, was kann ich für euch dich tun? Wartet mal, wir können ihn vielleicht das erstmal fragen, finde ich ganz interessant. Was kannst du mir über jene in diesem Reich erzählen, die Kyros trotzen? Das ist doch am Ende Kern, den wir ebenfalls finden müssen. Hier in der Gegend sind es nur die Tiermenschen, die sich gegen Kyros stellen. Wir stehen auf den Knochen von Azur, darunter aber liegen die Ruinen des Ahnenlandes der Tiermenschen. Als das Reich Azur mächtiger wurde, versklavten sie diese scheußlichen Kreaturen und verdammten sie zu einem Leben voll schwerer Arbeit. Ja, und das kann Waldur auch sehr gut nachvollziehen, warum das so gemacht wurde. Seit Kern gefallen ist und das Edikt das Land verwüstet hat, haben die Tiermenschen damit begonnen, sich das Steinmeer zurückzuholen. Wenn du dich in ihrer Gesellschaft befindest, dann sieh dich vor. Die Tiermenschen sind sehr territorial und es genügt die geringste Provokation, damit sie gewalttätig werden. Okay, schauen wir mal. So, jetzt zum eigentlichen Punkt. Bladen Mark lässt grüßen. Ich suche nach dem Azurschild. Okay. Das wettergegerbte Gesicht des Mannes verzieht sich zu tiefen Furchen. Er verschränkt die Arme vor der Brust. Wer? Okay, wir kommen dann mal gleich hier mit der entscheidenden Information um die Ecke. Ach ja, Bladen Mark lässt übrigens ausrichten, dass das deine Chance ist, deine Frau wiederzusehen. Ich verstehe. Er blinzelt seine Angst fort. Eine Sekunde lang ist die Emotion sichtbar, dann ist sie verschwunden. Ich hatte keine Ahnung, dass auch du in seinen Diensten stehst. Wie auch immer, das Artefakt ist in den Händen der Tiermenschen von Steinfall, dem Steinpirscherstamm. Deren Prima, 100 Blut, passt gut darauf auf. Okay, Steinfall ist eine gefährliche Klamm, die kürzlich von den Steinpirschern zurückerobert wurde, nachdem das Edikt des Steins verkündet worden war. Welche Verwendung hätten die Tiermenschen wohl für ein Azurrelikt? Das ist eine Angelegenheit des Stolzes, Schicksalsbinder. In ihren Augen gehört das Steinmeer ihnen, und wenn dort ein glänzender Eisenschild gefunden wird, naja, dann gehört er ihnen auch. Und wie sollte ich es anstellen, mir das Artefakt von 100 Blut zu holen? Ihr Blut zu vergessen wäre natürlich die geradlinigste Lösung, ist aber keine leichte Aufgabe. Er tippt mit einem Finger gegen seine Lippen. Vielleicht wäre es sogar möglich, ein Tauschgeschäft zu arrangieren, aber wer weiß schon, was Tiermenschen für Vorlieben haben. Okay, ist durchaus eine Option. Wenn das der einfachere Weg ist, warum nicht? Wollen wir ihn noch wegen seiner Frau ansprechen? Wir fragen mal. Wir sind neugierig. Vielleicht erfahren wir auf diese Art und Weise auch mehr von Bladen Mark. Okay, Zorn hinzugewonnen. Dieses Mal sind es Schock und Zorn, die über seine Miene zucken, ehe es ihm gelingt, seine Gesichtszüge zu bändigen. Er zischt leise. Was denkst du denn, Schicksalsbinder? Weißt du, selbst wenn du es gut meinst, am ehesten hilfst du mir, indem du einfach deine Informationen sammelst und wieder verschwindest. Tu, was der Archont der Schatten will, dann kommen Elaine und ich bestens zurecht. Nö, wir mischen uns da nicht ein. Wir werden ihm nicht anbieten, da irgendwas zu machen. Wir zucken mal mit den Schultern. Okay.
Nochmal Zorn hinzugewonnen und Gunst bei Bladen Mark. Er spuckt auf den Boden. Seine grünen Augen mustern dein Gesicht, bevor er mit einer Sandale über den feuchten Schmutz fährt. Letztlich aber schüttelt er einfach stumm den Kopf. Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Wir können aber hier nochmal nachhaken. Komm, wir sind mal ein bisschen penetrant. Wie bist du in die Dienste von Bladen Mark getreten? Das war vor ein paar Jahren. Ich kam nach Hause und alles war still. So eine Stille, die einem eine Gänsehaut bereitet, weißt du? Er zuckt mit den Schultern, wie um das Gefühl abzuschütteln. Es war alles dunkel und leer, abgesehen von diesem Schatten eines Mannes. Ich dachte, er wäre gekommen, um mich zu töten. Aber er hat mich nur gefragt, ob ich mich einer hehren Sache anschließen möchte. Ich meine, wie kann man da ablehnen? Ja, wie kann man da ablehnen? Ab und zu taucht er bei mir auf und befragt mich über Dinge, die sich in Halbtor zugetragen haben, und ich gebe mein Bestes, ihn auf dem Laufenden zu halten. Mehr ist es auch nicht. Er kratzt sich im Genick und blickt zu seinen Füßen. Das Schweigen, das auf seine Erklärung folgt, ist ihm unbehaglich. Sag mal Folgendes, mit Auftauchen meinst du weiterhin Familienmitglieder als Geiseln halten? Wir poolen mal so ein bisschen in der Wunde. Das hast du jetzt gesagt. Er fixiert dich mit einem verbitterten Blick. Wie dem auch sei, es ist besser für uns beide, wenn ich nicht darüber spreche. Du weißt ebenso gut wie ich, dass Bladen Mark vielleicht lauscht. Nun gut, leb wohl. Wir haben unsere Informationen erhalten. Ansonsten sind wir hier nicht der... Ja... Wie soll ich sagen, derjenige, der hier irgendwelchen dahergelaufenen Leuten irgendwie hilft. Schon gar nicht, wenn es Bladen Mark betrifft. Da sollten wir uns selber auch ein bisschen bedeckt halten. Okay, dann haben wir jetzt eine Aufgabe. Wir sollen uns nach Steinfall begeben. Das gucken wir uns ganz kurz mal an, wo sich das befindet. Aha, Steinfallklamm da in der Mitte. Alles klar. Aber so weit ist es noch lange nicht, denn wir schauen uns hier weiter um und können eine Isadora sprechen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Okay, sie hat nicht viel zu sagen. Gucken wir mal hier runter. Da ist links Kralle. Hier können wir in ein Haus noch rein. Das machen wir mal. Na? Wer fehlt denn hier? Barik braucht irgendwie seine Zeit. So, was haben wir denn hier? Irgendwas liegt dort Interessantes auf dem Tisch. Eine Schriftrolle, die vor mystischer Energie leuchtet. Siegel der abprallenden Bolzen. Na, das ist ja eine Überraschung. Ein neues Siegel. Okay, den haben wir aber schon als 3. Okay. Ja. Ich glaube, den Dreier, der war uns zu fett. Oh, da ist auch jemand. Skovik, ist der da gefesselt? Was ist denn hier los? Oder ist der da irgendwie erschöpft? Wir gucken erstmal in seinen Schrank, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Obwohl, warte mal. Oh, und sogar ein Geheimnis. Das könnte allerdings wichtig sein. Alchemiematerial. Das nehmen wir mal mit. Das ist eine wertvolle Ressource. Das kann er gerne behalten. Und was haben wir hier unter seinem Bett? Eine Schriftrolle und Alchemiematerial. Wird auch eingesackt. Konfisziert. Uff, ach. Okay, wen haben wir denn hier? Einen Geschmähten. Schicksalsbinder von Thunhorn. Gnade, bitte Gnade, töte mich, beende meine Qual, ich flehe dich an. Er wirkt vergeblich, zitternd und blutüberströmt. Was machen wir mit ihm? Ich frage erstmal, und warum sollte ich das tun wollen? Ich kann dir einiges sagen, jedenfalls solange ich meine Zunge noch habe. Ich werde dir einen Siegel beibringen. Danach wirst du mich umbringen. Was ist denn mit ihm los? Sprich weiter. Er beginnt zu nicken, hält dann aber nach vorne gebeugt inne. Wie wäre es hiermit? Ich tötete ein ganzes Dorf voller Männer, Frauen und Kinder. Ich zerschmetterte sie mit einer knappen Bewegung meines Stabes, nur weil ich wissen musste, ob ich es könnte. Ich tötete sie mit einem Erdrutsch und hörte mir ihre Schreie an. Trotz seiner Schmerzen verzieht er sein Gesicht zu einem Grinsen. Du hast ja keine Ahnung, wie beglückend sich das anfühlte. Er schaut dich kritisch an. Oder vielleicht doch?
Warte mal. Das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Sache. Was soll das? Ich will mal, vielleicht, das finde ich hier ganz interessant, sich zu ihm vorbeugen und ihm zuflüstern. Komm näher, schauen wir mal. Einen Augenblick lang starrt er nur mit finsterem Blick, dann aber versucht er, sich vorzubeugen. Dazu stemmt er sich mit aller Kraft gegen seine Fesseln, bis er schließlich vor Schmerzen aufheult. Okay, alles klar. Wir können jetzt mit ihm leise sprechen. Es ist mir irgendwie ein bisschen unklar, dieser Typ. Ich weiß, das ist doch, klingt doch alles irgendwie sehr merkwürdig. Ich würde mal sagen, wir machen mal Folgendes. Das finde ich ganz interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich zum Tod verdammen will. Bleib hier und leide. Dann werde ich vielleicht morgen nachsehen kommen, wie es um deine Pein steht. Als du weggehst, wütet und knurrt er zusammenhanglos. Ich hätte lieber, dass dieses Tier sein Leben verliert und aus der Erinnerung aller getilgt wird, aber fortwährendes Leiden wird auch reichen. Okay, wir haben ein. Oh! Einen komplett neuen Zauberkern erlernt, den Siegel des Steins, den wir bisher noch überhaupt nicht kennen. Es ist große Willenskraft nötig, um durch das Siegel des Steins Energie zu beschwören. Stein lässt sich nicht so ohne weiteres nach dem Wunsch eines Menschen formen. Das Siegel des Steins ist vielleicht das neueste magische Siegel auf Teratus. Es wurde von den Jüngern des Archonten Kern entwickelt. Seit der Zerstörung des Archonten des Steins durch Kyros Edikt im Jahr 430 haben die Erdhexen es sich zur Aufgabe gemacht, das Vermächtnis Kerns zu bewahren und zu lernen, die Macht dieses unerbittlichen Siegels zu beherrschen. Wir können das natürlich noch nicht sonderlich gut. Ich bin am Überlegen, wir könnten das mal austauschen gegen Knall und Teratus Licht, weil wir das so gut wie gar nicht nutzen. Vielleicht gibt es da doch ein paar coole Sachen. Wir probieren das mal. Also, was können wir dann hier? Was kann das? Fleisch zu Stein. Okay, der Gegner wird versteinert. Ein Feind. Sehr ungenauer Zauber. Okay. Dann haben wir Steinstachel. 8 Meter, das ist halt normaler Schaden. Dann haben wir Felswaffe. Okay, 4 Meter Reichweite. Der Gegner wird niedergeworfen. Halt, das ist die Waffenverzauberung. Ja, alles klar. Dann haben wir instabiler Kern. Schaffe eine Aura wirbelnden Steins um das Ziel herum, die Feinden kontinuierlich Schmetterschaden zufügt. Und wir haben Riesenfelsen. Das ist wieder die Linie. Ja, ich tendiere tatsächlich dazu, vielleicht das mal zu lernen. Einfach deshalb, weil in dieser Gegend ja das Siegel des Steins. Also durch das Edikt einen Bonus bekommt. Wisst ihr was? Wir werden das mal in zweierlei Hinsicht machen. Wir werden mal den Riesenfelsen nutzen und werden dafür nochmal Stärke reinhauen. Reichweite ist auf jeden Fall eine gute Sache, um die Länge zu verändern. Dann Dauer, warte mal, dann Genauigkeit ist wichtig. Ich würde sagen, da gehen wir sogar hier hoch. Und viel mehr. Nee, das reicht gerade so nicht. Okay, prima. Ja, geh einmal hier rein, raus. Oder reicht 160 noch? Nee, 160, wir haben 159. Gut. Das ist Nummer 1. Riesenfelsen. Weisen wir mal hier zu, statt dem Ding. Und dann will ich mal schauen, dass wir das hier noch irgendwie umbenennen können. Wartet mal. Beziehungsweise das Symbol ändern können. Wir haben ja für diese Sache immer. Ja. Okay, nehmen wir mal das Symbol. Gut, das war das eine. Dann will ich den instabilen Kern noch nutzen. 80. Auch hier gehen wir auf Genauigkeit 2. Stärke 1, dann sind wir auch schon bei 145.
Ja, Reichweite 4 Meter ist so eine Sache, ne? Ach, warte mal, Zielverbündeter sendet auf. Okay, man macht ein Ver man zielt das auf den Verbündeten und drumherum. Ah, kommt Schmetterschaden. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Das gefällt mir. Ja, super. Das ist ja doch ein bisschen anders als das, was wir bisher kennen. Werden wir hier auf den Knallslot legen. Und dann nehmen wir. Ach so, das ist wie so eine Aura, ich verstehe. Dann nehmen wir mal ein ähnliches Symbol wie hier. Und zwar, was hatten wir hier immer? Schwer zu erkennen. Ja, das ist ein bisschen anders, ne? Machen wir mal das. Warum kann ich das jetzt nicht speichern? Ja, jetzt geht es. Okay, entschuldigt diesen kleinen Einschub, aber das ist ja wirklich ganz interessant. So, gehen wir kommen nochmal hier zurück. Mal gucken, was am nächsten Tag oder sonst wann hier mit ihm los ist. Gut, gucken wir mal draußen weiter rum, ob wir noch was finden. Das Fass hatten wir, glaube ich, schon untersucht. Hier steht jemand namens Kalea, den wir ansprechen können. Danke, Waldo von Dunkelstein. Die Stufen sind viel größer, als ich es gedacht hatte. Da oben ist eine Irene, die uns zu sich ruft. Dann gehen wir erstmal da hoch. Vielleicht auch eine Ladenbesitzerin, so wie es aussieht. Sei gegrüßt, Schicksalsbinder. Sie verneigt sich tief. Du hast uns allen einen großen Dienst erwiesen, indem du uns den scharlachroten Chor vom Hals geschafft hast. Ich biete dir daher einen großzügigen Rabatt auf alle meine Waren. Was kannst du mir über die Türme in der Region sagen? Du treibst doch bestimmt Handel mit Reisenden aus dieser Gegend. Kann ich behaupten, dass ich viel über die Türme selbst weiß? Sie waren schon immer da, hoch aufragend. Sie haben nie viel mehr gemacht, als Schatten zu werfen. Ich bekomme allerdings immer wieder interessante Gegenstände aus diesem Teil der Welt in die Hände. Gerade letzten Richtertag hat mir ein Kerl einen Kohleabdruck verkauft, der vom Inneren eines Turms gemacht wurde. Zumindest behauptete er das. Ich habe ihn seither nicht mehr gesehen. Er sagte, er wäre unterwegs nach Steinfall. Also kann ich ihm unglücklicherweise keine Fragen dazu stellen, aber vielleicht ist es einen Blick wert. Großartig. Dann können wir den natürlich fragen, schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. So, dann zeig mal deine Waren. Wir sortieren mal bitte nach, am besten nach Preis, ne? Das scheint nicht so einfach zu gehen. Nach Qualitätsstufe. Schwerelose Eisenfessel. Sie gilt der Gewalt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen. Warte mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch irgendwas interessant. Ah, hier haben wir die seltsame Kohlezeitung. Alles klar. Haben wir den Akzent schon? Nein, den nehmen wir auch. Das kennen wir schon, das auch. Alles andere ist, glaube ich, nicht ganz wirklich interessant für uns. Dann werden wir das hier handeln. Verkauf können wir bei Zeiten auch mal machen, aber das müssen wir nicht hier machen. So. Auf dem Pergament befindet sich eine unvollständige Holzkohlezeichnung einer Rune, deren Form aber nicht vollständig zu erkennen ist. Die krümmten Linien sind ungewöhnlich und ähneln keinen bekannten Sigillen. Okay, wir wissen, wozu wir das benötigen, nämlich um den Turm zu aktivieren. Wollen wir uns das nochmal angucken? Turm? Ah, Turm Aurora. Okay. Dann überwältigende Kraft, das werden wir lernen. Und das gucken wir uns dann auch nochmal kurz an, wo das jetzt hier neu ist. Okay. Eins oder drei, was haben wir jetzt gelernt? Naja, auf jeden Fall ist es auch besser, die Einser zu haben, falls man eben nur noch ein bisschen Platz hat oder ein bisschen Wissen übrig hat. So, wir gehen hier nochmal rein. Das scheint hier aber nicht besonders spektakulär zu sein. Der Tisch wird von ein paar dünnen Holzbrettern gestützt. Du bist überrascht, dass er trotz der Beben in dieser Gegend immer noch steht. Irgendwas Spannendes hier in den Fässern oder unter den. Ah, okay. Aber nur ein einfacher Heiltrank, den benötigen wir nicht. Können Sie behalten. Wir verlassen den Raum. Gut. Und dann gehen wir mal wieder runter. Hier zu Zera. Grüße, Meister Schicksalsbinder, schön dich zu sehen.
Ich habe nicht viele deiner Art gesehen, aber die meisten Leute, in die ich in letzter Zeit renne, sind vom Scharlachroten Chor. Die gehören zu keiner Art, außer du bezeichnest Aas als Art. Gibt es etwas, das ich für so einen netten Herrn wie dich tun kann? Ja, was kannst du mir über die Präsenz des Scharlachroten Chors sagen? Nur, dass sie hier herumgammeln und schon seit Wochen Ärger suchen. Sie versuchen, uns alle zu rekrutieren. Ich bin froh, dass du uns von ihnen befreit hast. Wir sanfteren Leute hatten für ihre Methoden nichts übrig, Meister Schicksalsbinder. Zugegeben, manchen ist die Gesellschaft des Chors lieber als die der Geschmähten, und ich kann ihnen keine Vorwürfe machen. Wenn der Chor nur das Land retten wollte, wie seine Mitglieder behaupteten, würde ich ihn gerne unterstützen, aber nach der Art zu urteilen, wie sie ihre Ränge aufstocken wollten, glaube ich, dass sie im Steinmeer andere Ziele verfolgen. Und was würde das sein? Jeder weiß, dass die Erdhexen in Heulfelsen ein Lager haben. Womit auch immer sie dort herumspielen, der Scharlachrote Chor will es aufhalten. Oder sie wollen einfach nur Blut vergießen. So oder so, sie brauchen Körper für einen Angriff, oder? Okay. Was kannst du mir über die Tätigkeiten der Geschmähten in Heulfelsen sagen? Eine Gruppe Geschmähter verschanzt sich seit nicht allzu langer Zeit in Heulfelsen. Die verdammten Erdhexen wollten nicht verschwinden, egal was wir versuchen. Sie schnüffelt affektiert, schon alleine durch die Erinnerung entrüstet. Was auch immer sie mit diesem polternden Archonten machen, die Erdbeben werden dadurch schlimmer. Wir wären so glücklich, sie loszuhaben. Und wenn es nur wäre, um das Land zu beruhigen. Ich frage mal ganz theoretisch, wenn ich der Stadt helfen wollte, was könnte ich tun? Wenn die Erdbeben aufhören würden, wäre das mit Sicherheit ein Segen. Ich glaube aber nicht, dass du diesbezüglich schlaue Ideen hast, oder? Der Scharlachrote Chor hatte angeblich einen Plan, bevor du sie alle umgebracht hast. Sie ertappt sich selbst und hustet unbehaglich, bevor sie sich einen Mundwinkel mit einem zerfetzten Lumpen abtupft. Naja, damit wollte ich eigentlich gar nichts sagen, Meister Schicksalsbinder. Selbst wenn du nicht gekommen wärst, hätte ich einem Versprechen des Chors kaum Vertrauen geschenkt. Sicher, sie haben da draußen im Steinmeer noch andere, aber wer weiß schon, zu was sie fähig sind, wenn überhaupt. Ja, okay, das waren ein paar interessante Informationen, aber dieser Ort scheint hier nicht zu unserer Karte hinzugefügt worden zu sein. Wie man dorthin kommt, wissen wir also nicht. Mit Calais hat mir schon gesprochen. Ja, genau. Jetzt müssen wir runtergehen. Oder war hier hinten noch irgendwas Interessantes? Ach so, das letzte Mal sind wir... Ah, wir gucken mal. Sind wir hier hochgekommen, haben einen kleinen Umweg gemacht. Dann gehen wir auch wieder hier runter. Um hier nochmal die Ecke zu prüfen. Aber hier ist niemand Interessantes, wie es aussieht. Die Kisten haben wir bestimmt schon untersucht. Was ist denn hier los? Was ist hier mit dieser Tierfrau? Wir sprechen mal mit Merisa. Ne, das ist Merisa hier, ne? Genau. Keine Gnade für Mörder, Tod dem Tier, sagt Merisa. Gebt ihm den Strick, hängt das haarige Vieh. Wir kriegen unsere Gerechtigkeit. Was ist passiert? Warum regt ihr euch alle so auf? Ein paar Jungen haben dieses Tier mit Hilfe des Chors kurz vor der Stadt gefangen. Sie haben ihn so gefunden, das Fell verfilzt von frischem und eingetrocknetem Blut, mit dem er sich beim Jagen von Menschen besudelt hat. Schau dir nur seine Schnauze an, immer noch verdreckt von seiner grässlichen Mahlzeit. Die Frau schaudert und führt ein schmuddeliges Taschentuch an ihren Mund. Sie tupft an ihrer Oberlippe, während sie mit bleichem Gesicht die Archonten anruft. Ich wünschte, er wäre daran erstickt. Ich hätte nie gedacht, dass ich froh darüber sein würde, den Chor bei uns zu haben, aber ausnahmsweise haben sie uns Gutes getan. Jetzt muss dieses Tier nur noch getötet werden. Sie schnüffelt und nickt knapp. Da der Chor jetzt weg ist, müssen wir es natürlich selbst erledigen. Okay. Wir sollten dennoch überprüfen, was passiert ist, denke ich. Bist du dir sicher, dass er einen Menschen getötet hat? Hat das jemand gesehen oder gibt es andere Beweise? Du wirst weich, wenn es um einen Tiermenschen geht, Schicksalsbinder. Stellst du dich lieber auf ihre Seite als auf die der Menschen? Dieser Mörder wurde direkt vor den Toren gefunden, Gesicht und Pfoten waren blutverschmiert. Was glaubst du, wen er sonst gefressen hat, wenn nicht ein von uns? Dieses Monster hat einen Menschen getötet und gefressen und du nennst dich ein Diener der Gerechtigkeit? Gut, mach schon, schenk dem Tier seinen wohlverdienten Tod. Hm.
Damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird, benötigt er entweder das Urteil eines Schicksalsbinders oder eine neutrale Verhandlung. Ist das so, Schicksalsbinder? Warum fragst du dann nicht ein paar der anderen hier und siehst, wie viele von uns an deinem Standpunkt interessiert sind? Also ich finde, wir müssen jetzt hier, wir haben zwar auch sehr starke Vorteile gegenüber Tiermenschen, aber wir sollten uns nicht zu sehr von unserer offiziellen Rolle hier als Richter und Schicksalsbinder entfernen. Und gerade wenn hier so das in Frage gestellt wird, dann sollten wir doch das Recht ein bisschen hervorkehren. Sie blickt finster und rafft mit der Hand den Stoff ihres Kleides, als sie hinzufügt, er verdient es nicht, frei herumzulaufen, und du weißt es. Okay, wir werden darüber entscheiden. In meiner Autorität als ein Schicksalsbinder Thunons werde ich in dieser Angelegenheit als Richter entscheiden, versuche mich bei meinem Dienst für das Gericht zu behindern und du wirst die Konsequenzen zu spüren bekommen. Wir werden also hier mal ein bisschen Autorität ausüben. Die Frau wird blass und tritt unbewusst einen Schritt zurück. Was wirst du machen, Schicksalsbinder? Meinst du damit, dass du ihn für unschuldig befindest? Aufgrund der mangelnden Beweise werde ich mir die Aussagen der Zeugen anhören und den Tiermenschen in Übereinstimmung mit Kyros Regeln richten. So werden wir das tun. Okay, und das eröffnet uns eine neue Aufgabe, eine neue Quest in Ketten. Entscheide über das Schicksal des gefangenen Tiermenschen. Nun gut. Das heißt, wir werden vermutlich mit diesem dort erst einmal sprechen müssen. Das machen wir das nächste Mal. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.